Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gab vor kurzem ein Video über Beauty-Produkte, die ich mir gekauft oder zugelegt habe und die ich nie benutzt habe. Und heute gibt es ein Video darüber, welche Beauty-Produkte in meinem Badezimmer auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich glaube, wir beginnen mal ganz simpel mit meiner normalen Gesichtspflege. Was darf gerade am Abend dazu nicht fehlen? Abschminktücher. Ich benutze immer die von Alea, allerdings achte ich nicht wirklich darauf, für was die sind. Das ist mir völlig wurscht. Ich habe keine komplizierte Haut, deswegen habe ich da sehr viel Glück. Ich muss da nicht so drauf achten. Habe ich zufälligerweise für unreine Haut. Aber ich achte da nicht so drauf. Ich kaufe einfach immer, Hauptsache es ist Balea, weil ich liebe die Balea-Abschminktücher. Welche genau das sind, ist mir eigentlich echt egal. Dann benutze ich Waschgel. Und zwar von Lavera. Und das riecht einfach himmlisch. Ich liebe den Duft von diesem Waschgel. Das ist das, was ich so benutze zum Gesicht waschen. Jetzt kommt, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin irre, weil ich so viele Produkte benutze. Aber vielleicht habe ich deswegen so eine gute Haut. Ich habe nämlich echt eine super Haut. Sehr unkompliziert. Ich habe nie Hautunreinheiten, nie Rötungen, nie irgendwelche Flecken oder Pickel oder trockene Stellen oder so. Naja, auf jeden Fall benutze ich dann dieses Garnier Skincare Hautklar im Reinigungswasser mit einem Wattepad. Damit hole ich nochmal so den ganzen Rest Make-up und Dreck raus. Und dann, jetzt geht es noch weiter, benutze ich dieses Cell Active Serum von, was ist das? Oliveda. Jetzt muss ich Werbung sagen, weil ich habe dieses Produkt zugeschickt bekommen, um es zu testen. Ich habe damit keine Kooperation, aber es wurde mir zugeschickt, deswegen sage ich jetzt einmal ganz kurz, es ist Werbung. Finde ich aber sehr gut, genau. Das Produkt benutze ich und reibe dann erstmal dieses Serum in meine Haut ein. Und dann von selbiger Firma gibt es noch dieses Anti-Wrinkle Eye Cream. Das ist so eine Creme, die man sich unter den Augen einklopft und dadurch wird die Durchblutung angeregt und dann bekommt man halt so ein bisschen mehr, ja, weniger Augenringe. Die benutze ich noch zusätzlich. Dann sind wir aber auch durch, dann wird nur noch eingecremt. Und zwar benutze ich da Dr. Scheller. Das ist eine relativ teure, oder was heißt teuer? Sagen wir so, ich kaufe die bei DM, die gibt es bei DM. Und für DM-Verhältnisse ist sie relativ teuer. Das ist einfach eine Antifaltencreme. Einmal für morgens und einmal für abends. Aber auch ein Naturprodukt und finde ich super. Ich liebe die. Und ich mische mir da jetzt seit neuestem, vielleicht habt ihr mein Video gesehen, Selbstbräunertest. Einmal hier schauen, ich verlinke es euch. Seit neuestem mische ich da diesen Selbstbräuner-Konzentrat von Zahnnetz rein. Das ist so meine Beauty-Routine morgens und abends und deswegen darf das auch in meinem Badezimmer nicht fehlen. Ja, dann etwas, was auf jeden Fall ein Must-Have für mich ist, was aber vielleicht den einen oder anderen von euch interessiert, denn ich habe sehr, sehr helle Augenbrauen. Meine Augenbrauen sind fast blond. Sieht man jetzt gerade nicht, weil ich die färbe und zwar regelmäßig einmal die Woche mit diesem Produkt. Das ist Refecto Ziel, ist eine Augenbrauenfarbe, die wird gemischt mit so einem Oxidant und dann lasse ich das 10 Minuten drauf und dann sind meine Augenbrauen so dunkel, wie sie jetzt sind. Weil wenn die so hell sind, dann werden die auch immer dünner, weil man sieht die halt dann fast gar nicht. Ne? Und deswegen färbe ich die, weil ich auch so dunkle Haare habe. Erklär das mal einer mir, warum meine Augenbrauen so hell sind und meine Haare dunkel. Das macht gar keinen Sinn, aber es ist so. Und deswegen färbe ich die regelmäßig und deswegen ist das auf jeden Fall ein Must-Have in meinem Badezimmer. Ohne das kann ich nicht. Ich werde wahnsinnig, weil Augenbrauen sind für mich persönlich das Wichtigste in meinem Gesicht. Ich gehe komplett ungeschminkt aus dem Haus, kein Problem, aber meine Augenbrauen müssen gut aussehen. Ich finde, Augenbrauen machen in einem Gesicht ultra viel aus, deswegen lege ich da sehr viel Wert drauf. So, Lala. Zu gefärbten Augenbrauen gehören auch gefärbte Haare. Ich habe zwar dunkle Haare von Natur, aber ich habe schon so, ja, ein paar graue Haare dazwischen. Deswegen ist auf jeden Fall ein Beauty-Produkt-Must-Have in meinem Badezimmer diese Haarfarbe. Ich benutze die von L'Oréal Magirel. Einmal die für den Ansatz benutze ich 5.0 und für die Länge benutze ich 743. Das ist dann halt dieser Ton, den ich jetzt habe. Ja, das ist dieses kupfrige, warme. Und deswegen auf jeden Fall ein Must-Have. Dann habe ich recht trockene Hände, weil ich mit den Händen sehr viel arbeite. Ne? Ich mache ja Make-up und
Friseursachen. Und da kommen die Hände relativ oft mit Wasser und Seife in Berührung. Und gerade auch in Zeiten von Corona wäscht man sich einfach ständig die Hände. Deswegen ist Handcreme für mich ein unerlässliches Beauty-Produkt in meinem Badezimmer. Und ich benutze Naturebox diese milde Handcreme. Die riecht einfach richtig geil. Die hat so einen Mandelgeruch. Und ich finde, die fühlt sich auch richtig schön auf der Haut an. Für den Körper bin ich recht simpel. Da benutze ich einfach Nivea Soft. Es gibt bestimmt auch noch bessere Alternativen, aber ich liebe die Konsistenz von dieser Creme und ich benutze die einfach schon so lange, dass ich sie einfach, ja, die benutze ich für meinen Körper. So, seit neuestem benutze ich auch Selbstbräuner und da benutze ich den von Satoritz. Der hat in meinem Selbstbräunertest am besten abgeschlossen. Ich liebe den und den mache ich mir jetzt nach dem Duschen regelmäßig auf die Haut. Und habe immer eine schöne, dezente Bräune. Diverse Gesichtsmasken. Ich habe da überhaupt keine bestimmte. Ich bin mir auch fast so hundertprozentig sicher, dass die nicht wirklich was bringen. Aber wenn ich mal die Zeit habe, mir etwas Zeit für mich zu nehmen und ich gehe dann baden, dann benutze ich sehr gerne so eine Gesichtsmaske fürs Feeling. Weil ich in dem Moment etwas für mich tue. Ob das jetzt was für meine Haut bringt oder nicht, ist egal. Es tut mir gut in der Seele, weil ich etwas für mich tue. Ich gönne mir Entspannung, ich gönne mir ein bisschen Beauty-Time und dadurch geht es mir seelisch wieder besser und allein dieser Effekt, der bringt halt schon was. Ob das jetzt für meine Haut was bringt, I don't know. Aber für meine Seele bringt es sehr viel. Allerdings habe ich festgestellt und den Tipp habe ich von einigen Leuten auf Instagram von der Community bekommen, diese iPads hier, ja, wenn man die in den Kühlschrank legt und man hatte eine harte Nacht, weil Bibi vielleicht viel geweint hat, dann sind die super. Die sind dann kühl und die schwellen tatsächlich dann das Auge so ein bisschen ab oder man hat halt weniger Augenringe dadurch. Also probiert das aus, wenn ihr schlechte Nächte habt. In den Kühlschrank und dann ab auf unter die Augen. Zu guter Letzt zeige ich euch noch mein Haarshampoo und mein Haarconditioner. Ich benutze von TG Badhead einmal die Stufe 2 und einmal die Stufe 3. Also je höher die Stufe, desto stärker ist das Produkt. Also das 1 ist für normales Haar, 2 ist für ein bisschen trockenes Haar und 3 ist für richtig Damage Haar. Ja? Das riecht richtig, richtig lecker fruchtig. Und das ist ein Friseurprodukt, das heißt, es ist jetzt nicht besonders günstig, aber ich würde sagen, trotzdem im Vergleich zu einigen anderen Haarpflegeprodukten vom Friseur ist das noch eins der günstigsten. Ich glaube, ich zahle für 1 Liter 16 Euro oder so und das ist voll okay. Ja, also mit 1 Liter komme ich auch ein halbes Jahr aus. Deswegen bin ich da vollkommen okay. Okay, es sind 750 Milliliter, I'm sorry. Genau, das bekommt ihr allerdings auch wirklich nur beim Friseur oder ich glaube auch bei Amazon. Aber ich würde euch ja raten, das beim Friseur zu holen, einfach nur, um die lokalen Geschäfte noch ein bisschen zu unterstützen. Genau, das ist so das, was ich benutze. Tja, ich hoffe, dieses Video war für einige von euch ein bisschen interessant. Vielleicht konnte ja einige von euch so ein bisschen Tipps mitnehmen, was ihr unbedingt mal ausprobieren wollt oder sowas. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Beauty-Produkte für euch unerlässlich sind im Badezimmer. Also was ihr wirklich täglich benutzt und sehr regelmäßig benutzt. Ich bin auch wirklich offen dafür, diese Dinge nochmal zu probieren. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt in einem Video, dass ich super, super gerne Produkttests machen würde. Also knallt mir alles in die Kommentare, was ich testen soll. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.